Hallo und willkommen zu einem Videotutorial zu Pinnacle Studio. In diesem Video zeige ich dir, was du machen musst, wenn du zum Beispiel so eine Meldung erhältst oder wenn du solche Ausrufezeichen im Vorschaufenster oder auf der Timeline siehst. Vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du Pinnacle Studio oder ein Projekt geöffnet hast und dann der Film nicht sichtbar war. Und der Grund dafür ist, weil sich die Medien, die da zugrunde liegen, die sind ja nur verknüpft. Also wenn du eine Videodatei von der Bibliothek auf die Timeline ziehst, dann ist nicht eine Kopie dieser Videodatei physisch in Pinnacle Studio, sondern es wird einfach eine Verknüpfung zu dieser Datei auf der Festplatte hergestellt. Wenn jetzt diese Datei auf der Festplatte gelöscht würde oder auch umbenannt oder verschoben an einen anderen Ort, dann kann es sein, dass Pinnacle Studio die Datei am ursprünglichen Ort nicht mehr findet. Und das ist genau das, was Pinnacle Studio dir jetzt eigentlich sagt. Pinnacle Studio sagt einfach, du, ich kann die Datei an diesem Ort nicht mehr finden, wo die zuletzt war. Möchtest du diese Datei neu verlinken? Wenn du das nicht machst, dann wird dein Projekt nicht mehr bearbeitbar sein. Du kannst zwar da Sachen löschen, Clips löschen auf der Timeline, aber du kannst den Film nicht mehr abspielen. Im Prinzip ist das sehr einfach, diese Verknüpfungen wiederherzustellen. Wenn du das vielleicht nicht am Anfang machen möchtest, kannst du da auf Nein klicken. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie du siehst, da fehlt wirklich der ganze Film. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf so einen Clip klicke und dann Informationen anzeigen wähle, dann komme ich im Album zu dieser Videodatei oder Audiodatei oder was auch immer in der Bibliothek. Und da siehst du ein kleines Vorschaufenster, aber du siehst auch hier ein rotes Ausrufezeichen. Und wenn du jetzt mit der linken Maustaste auf so einen Clip doppelklickst, dann kommt wieder diese Meldung, die dann fragt, möchtest du die Verknüpfung wiederherstellen? Und ich mache das einmal, um zu zeigen, wie das funktioniert. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, diese Dateien, die müssen irgendwo vorhanden sein. Also wenn du die gelöscht hast und die sind auf dem Computer nicht mehr verfügbar und du hast keine Sicherheitskopie von deinen Daten, dann kannst du ein Projekt nicht wiederherstellen. Das geht einfach nicht. Also in meinem Fall sind die Videos da in diesem Ordner Videos, Traumfilm, Schritt für Schritt Videos. Da sind die Dateien drin und da ist auch eine Datei 6492. Die müsste irgendwo da auch drin sein. Das wäre die da. Und ich muss jetzt im Prinzip einfach sagen, ja, diese Videodateien sind hier und dazu kopiere ich einmal diesen Verzeichnis. Also dieses Verzeichnis kopiere ich in die Zwischenablage. Ich selektiere das, drücke Steuerung C und dann gehe ich zurück in Studio. Und jetzt sage ich, ja, ich möchte das neu verknüpfen. Und jetzt kann ich da oben in diese Zeile das einfügen, was ich in der Zwischenablage hatte und dann Enter drücken. Und jetzt komme ich da zu meinen Videos. Und jetzt muss ich angeben, wo ist diese 6492er Datei. Und das ist diese hier. Ich kann die anklicken und dann auf Öffnen, muss aber nicht. Ich kann direkt auf Öffnen, weil die Datei ja da schon unten drin steht. Und wenn die in diesem Verzeichnis drin ist, dann wird die Verknüpfung wiederhergestellt. Ansonsten, ja, würdest du die Datei einfach nicht finden. Und jetzt siehst du, ist nicht nur die eine Datei wiederhergestellt, sondern es sind alle Dateien des ganzen Filmes wiederhergestellt. Das heißt, ich kann den ganzen Film wieder komplett betrachten. Das kann jetzt auch für eine Audiodatei das Problem sein, für ein Foto und so weiter. Aber so habe ich jetzt die Dateien wieder verknüpft. Und wie ich schon gesagt habe, das kann vorkommen, dass die Verknüpfungen fehlen. Wenn du zum Beispiel Videodateien an ein anderes Ort verschiebst auf deiner Festplatte, also die sind dann am ursprünglichen Ort nicht mehr vorhanden, oder du löscht diese, weil du eine Sicherheitskopie gemacht hast, oder du hast die einzelnen Videosequenzen oder Ordnerstrukturen, in denen die Videos sind, umbenannt. Du hast denen einen neuen Namen gegeben. In all diesen Fällen kann es dann vorkommen, dass Verknüpfungen fehlen. Und so kannst du die Verknüpfung wiederherstellen, sofern du die Dateien natürlich noch findest und die auch tatsächlich auf dem PC sind. Jetzt kann es aber sein, dass du irgendwo Medien hast, die da nicht mehr auffindbar sind. Da habe ich jetzt so ein Foto und ich habe mal irgendwas mit diesen Fotos gemacht, aber ich brauche das eigentlich gar nicht jetzt. Also ich sehe, da fehlen die Verknüpfungen, ich könnte das wieder verknüpfen. Es kann aber sein, oder ziemlich sicher habe ich das Projekt eben schon vom PC weg verschoben, damit ich wieder Platz habe. Und irgendwie stört mich, dass es hier diese Bilder hat, die so ein bisschen verwaist sind. Und ich kann die im Prinzip einfach löschen. Also ich wähle die Videoclips aus, drücke die Entfernen-Taste
und ich werde dann gefragt, ob diese Verknüpfungen einfach aus der Bibliothek entfernt werden sollen oder ob die Medien von der Festplatte auch gelöscht werden sollen. Das funktioniert natürlich hier nicht, weil die zugrunde liegenden Fotos gar nicht auffindbar sind. Aber ich sage, ich möchte einfach diese verwaisten Verlinkungen in der Bibliothek löschen. Und wenn ich das jetzt mache, dann passiert gar nichts. Also nach wie vor, das sind auch wieder zwei sogenannte Leichen. Ich habe einfach die Verknüpfung gelöscht zu Pinnacle Studio und ansonsten hat es überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Ich brauche die ja nicht mehr, also lösche ich die weg. Denn Pinnacle Studio verwaltet eben in der Bibliothek diverse Medien, die ich früher einmal da drin hatte und die ich mal bearbeitet habe. Da sind ganz viele von denen drin und wenn ich die Projekte nicht mehr auf dem PC habe, kann ich einfach diese Verknüpfungen löschen, um da wieder eine saubere Bibliothek zu erhalten. So, also mit dieser Möglichkeit kannst du Projekte wiederherstellen oder verwaiste Verknüpfungen in der Bibliothek löschen. Es freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir etwas gebracht. Ich freue mich immer über Feedback und Kommentare. Klick doch den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und unbedingt abonniere meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.